So, na? Moin. Hi. Guten Tag. Ich habe heute Gäste. Ich bin tatsächlich nur das. Ich nehme jetzt einen Stuhl und setze mich da hin. Ja, mach doch. Kannst dich hier hinsetzen und schicken. Ich kann nicht mit dem Wurster, mit dem Fleischverwurster nicht allein lassen. Ich kann nicht mit dem Fleischverwurster nicht alleine lassen. Okay. Dann machst du nur Blödsinn. Oh, Entschuldigung. Also, meine Damen und Herren, wir haben ja gestern schon quasi diese wunderschönen Sachen hier vorbereitet. Das sind in der Tat 12 Burger Buns geworden. Schöne Grüße an Schwarzröckchen oder auch Schwarzstorche genannt. Die sind sehr gut geworden. Sie hat das Brot auch schon abgenommen, hat sich sehr gefreut, dass es so kross ist. Kross und lecker. Kross und lecker. Das ist aber das gleiche mit den wie letztes Mal. Ja, ne? Genau. Ja. Ist ein bisschen süßlich. Nicht gut? Doch. Okay. War doch geil. Okay. Das sah so aus, als hättest du was anderes gefreut. Ist auch kein Problem, mache ich in nächste Woche. Ich habe ja nichts anderes probiert. Ach so. Ja, nächste Woche mache ich ein anderes. Wir werden uns heute mal ranmachen und einen Burger bauen, weil Sir hat ja letztens mal ziemlich auf die Kacke gehauen in seinem Frühstücksstream und ich bin dem Ganzen nicht so, naja, wie soll ich sagen? Ich habe halt nur... Du hast eine Balsamico auf dein Flanksteak gemacht. Ganz genau. Und das war dem nicht gerecht. Deswegen fühlte ich mich schlecht und habe gesagt, pass auf, wir machen nochmal eins. Und heute werden wir uns einen schönen Burger kredenzen. Wir machen das Hackfleisch machen wir selber. Wir haben ein bisschen was geholt dafür. Und zwar ist das die falsche Ecke. Wir haben uns ein schönes Black Angus Ribeye geholt. Das ist ein Kilo Fleisch, was hier liegt. Das heißt, wir machen jetzt aus dem Kilo Fleisch gleich erstmal selber Hackfleisch. Stay war so nett und hat den... Hat einen Wolfer mitgebracht. Der steht ja hier vorne gleich, genau. Das wird übrigens keine Yoink Edition, der geht auch wieder zurück zu Stay. Mal gucken, wir werden sehen. Hey, lass uns erstmal gucken. Hör auf, dein Kacke. Sag das nicht. Du hast mir meinen hier Opti-Grill geklaut und du hast schon Auge auf den Fleischwolf gemacht. Excuse me, ich habe gar nichts geklaut. Naja. Du hast mir den Livestream übergeben. Naja. So, und da machen wir uns heute ran. Wir haben auch selber, wie gesagt, selber gestern extra Burger Buns gemacht, damit wir Stay natürlich komplett abholen. Und das Ganze machen wir natürlich auf unserem Lieblingsküchengerät, dem Opti-Grill. Opti-Grill. Ah, los geht's. Ein Opti-Grill. Ich brauche erstmal ein Brettchen, damit wir müssen das erstmal, obwohl das kannst du machen. Schneid das mal in Streifen. Okay. Wir haben gestern auch noch mal ein bisschen was vorbereitet hier für euch auf Kamera 4. Vielleicht kann Stay da mal drauf drücken. Warte, hast du da alles weg, was man da irgendwie... Jo, nur klar, ich drück mal drauf. Kamera 4, ne? Kamera 4. Aha. Guck, wir haben nämlich extra, das kennt ihr noch gar nicht aus dem Frühstücksstream bei Stay, wir haben nochmal expandiert. Ist eine kleine Schnittcam. Eine genau. Brettcam. Damit wir nämlich die ganze Oberfläche in der Küche sehen können. Ui. Das ist mach das ruhig ein bisschen trocken. Leg da Zebra hin, mach da trocken ja, ein bisschen. Ja, eins nach dem anderen. Ich muss ja erstmal hier verschäßen. Und dann kannst du es daneben legen und schneidest es in Streifen. Bitte. Ich bin sehr gespannt, was das hier wird. Naja, wird gewolft. Chat, Meinung. Da ich selber noch nie... Also ich habe Match schon gemacht selbst. Aber ich habe noch nie Burger Buns gemacht. Ich würde das Ding zweimal wolfen. Einmal grob und einmal feiner. Ist das the way to go oder habe ich da ein falsches Mindset? Ich glaube, es ist the way to go. Zweimal wolfen, einmal grob und einmal fein. Also feiner, nicht fein, aber... Nee, ich habe keine Kräuterbutter mitgebracht. Ich habe keine Kräuterbutter dabei. Die ist auch offiziell leer. Ich habe sie komplett leer gemacht. Nein, grob ist halt schwierig zu formen, glaube ich. Wir können ja mal gucken, wir machen es einmal grob und dann schauen wir, wo wir stehen. Ne? Würde ich sagen, ja. Ja. Ich glaube, das ist okay, wenn wir das so sagen. Kaltwolfen, ist sehr kalt, darum sage ich, das ist das Erste, was wir machen. Das Fleisch ist kalt, damit das nicht an Temperatur da irgendwie... Aber wir gucken mal, wir machen es erstmal einmal grob und dann schauen wir mal, was passiert. Fürs Met habe ich es auch immer grob gelassen. Ja.
kannst ruhig längs nehmen, ist eigentlich egal. Also, weil ich, also, könntest auch längs schneiden, wenn du möchtest, aber ist eigentlich egal. Ich zimmer das dann sozusagen gleich, warte mal, welche Cam ist das? Hier in den Wolf rein. Die zwei. Ihr seht, könnt, es auch sehr viel Fett dran, das heißt, das sollte eigentlich passen. Ist nicht zu mager, also eigentlich überhaupt nicht mager. Es gibt ja Menschen, die essen das so vom Grill, ne? Was? So. So roh? Ja. Also ja, nee, nicht roh, aber so fettig. Das finde ich sehr krass. Naja, das ist aber ein Qualitätsmerkmal eigentlich. Also wenn du das alles mitessen kannst und das nicht so verknorpelt ist, ist das schon geil. So, wir brauchen dann noch Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Ja, Gewürze sind genug da. Willst du nur Salz und Pfeffer anmachen? Hast du auch normales Pfeffer eigentlich? Warte mal. Nicht dieses Ding hier? Ich glaube hier, ja. Hier. Lass mich mal gucken hier. Ist das pfefferig genug? Ich glaube schon. Dann nehme ich zweimal Pfeffer hier. So. Und jetzt passiert es schon. Jetzt, Achtung Chat, es wird laut für die Leute, die Kopfhörer aufhaben oder so. Stimmt, macht ein bisschen leiser. Macht ein bisschen leiser jetzt, weil jetzt wird es einfach laut und wir wolfen jetzt einfach durch. Hast du mal eine Gabel? Eine Gabel? Ja. Ja. Hier. Das ist jetzt die Textur. Also ich finde es eigentlich geil. Ja, dann nehmen wir das so. Von der Dings. Ist ziemlich, also ist grob, ich würde es grob nennen. Die fette Grobe. Aber von der, also es ist groß. Ich würde jetzt einfach mal Folgendes machen. Versuch da draus mal ein Band zu machen. Also einen Dings. Jetzt ist die Frage, hast du noch irgendwas extra? Willst du das irgendwie binden? Willst du ein Ei reinmachen, dass nee. Man das... Mm-mm. Einfach so? Ja. Gut. Das machen wir einfach so. Okay. Dann guck mal, ob du das zusammenkriegst, weil ansonsten wird das nämlich gleich... So, gestern habe ich eine Sache gelernt, Jay. Was denn? In der Küche wird gewogen. Ja, in der Küche wird nicht nur gewogen, aber ich finde, ich würde es gerne noch einmal... Was denn? Pass mal auf, nee, wir machen jetzt Folgendes. Ich gebe dir mal so ein bisschen was nebenbei. Wir müssen das einmal durchkneten und wir müssen es auch noch würzen. Aber ich weiß nicht, ob es nicht zu grob ist für ein Patty, weißt du? Ich würde sagen, das geht. Findest du? Jo. Weil mit ein bisschen sagen. Liebe willst du vielleicht eine größere Schüssel haben. Ich brauche eine größere Schüssel, ja, sonst kann ich da nicht rein. Ja, das ist schon besser. Weil ich muss da jetzt noch mit den Händen rein. Du willst da mit den Händen rein. Ja, ich mache mal meine Uhr ab. Ich muss da jetzt mit den Händen rein. Also ich würde das so grob lassen und dann würde ich das abschmecken. Also okay. Gewürze ranmachen. Weil ich muss das jetzt einmal muss ich nochmal ran. Lass mich nochmal hier. Salz, Pfeffer grob. Dass wir da eine Basis haben. Und jetzt.
Ja, das ist gut. Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an, würde ich sagen. Es bewegt sich ein bisschen viel wegen dem. Okay. Gut. Ja, dann soll ich dir einen geben schon mal? Wie viel willst du? So hier. Da ist, ich habe extra hier Burgerpresse. Patty-Presse meine ich. So vielleicht? Da müssen wir gucken. Fühlt sich gut an. Dann wiegen wir es halt nicht. Brauchen wir nicht. Ich hätte es gewogen. Sieht aus wie ein gutes Patty, ey. Ja. Ich würde sagen, gehen wir noch einmal. So. In die Richtung. Du kannst es einfach so runterdrücken, glaube ich. Du musst das vorher nicht platt machen. Ja, ich... Verteilt sich das durch den... Durch die Presse. Darum hast du ja die Presse. Ich gehe da auf Nummer sicher. Naja, klar. Das sind gute Patties. Ja, das ist nur Salz und Pfeffer. Da wirst du so oder so noch ein bisschen nachwürzen müssen. Da ist halt Salz und Pfeffer dran. Das ist okay. Das passt. Da kommt noch so viel mehr. Ich würze das, also ich bestreiche das sowieso obenrum immer. Obenrum? Ja. Also ich mache von außen immer Gewürze noch an. Für die Kruste. Wir führen keine heimliche Beziehung, Sonja. Wir führen eine offene, also eine tatsächliche, transparente, nach außen Twitch-Beziehung. Richtig. Die Leute sollen das wissen. Ne? Wir sind da nicht so hinterm Baum. Wie du. Das sind gute Patties. Ja, die sind echt gut. So, letzte. Zack. Ich glaube, die sind sogar zu groß für Brioche. Ach, das schrumpft noch. Das schrumpft noch. Das kannst du gar nicht. Ja, ich weiß. Das wird noch richtig klein. Also klein nicht, aber es wird doch deutlich weniger. Die ganze Flüssigkeit, die austritt und so. Das wird die gute Größe haben. Ich würde sagen, ein Drittel geht da weg. Ungefähr. So, das sind die Burger Patties. Sieht gut aus. Geh mal runter. Geh mal runter. Sieht gut aus. Vorsicht. Willst du deine selber würzen? Ich habe Salz und Pfeffer Grundbedarf dran. Ja, ich mache noch ein bisschen Knoblauch immer oben drauf und dann habe ich noch so eine schöne von Just Spices Mix. Mach du. Hauptsache, wir kriegen keine Marinade. Nee, bin ich zufrieden. Nee, Marinade haben wir von letztes Mal gemerkt, das war nicht so tippitoppi. Das hätten wir vorher in der Schüssel auch machen können, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Ja, aber das ist auch okay. Soll ich den, nee, können wir noch nicht. Wir machen mal den, wie willst du das jetzt handhaben mit dem Ablauf, weil du musst ja auch noch Gemüse schneiden? Ne, Gemüse ist doch alles fertig. Du legst das nur so drauf? Jo. Ne, die Gurke würde ich vielleicht noch schreiben. Was willst du mit den Pilzen eigentlich? Das ist nur da wegen der Paprika, falls du eventuell Bock auf Paprika hast. Ich habe keinen Bock auf Paprika. Naja, denn das hatte ich nur rausgelegt als Option für dich, falls du das möchtest. Du weißt ja, Gast ist King. Nee, ich will keine Pilze. Naja, ich mach mal den Wolf weg, Chat. Verabschiedet euch von Wolf. Tschüss, Wolf. Weil den brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt gibt es hier
Opti-Griller-Sachen. So. Hast du ein Brotmesser? Ja, ja. Ah, ja, ich seh's. Ja, ich hab Brotmesser Yoink Edition. Ach du Scheiße, das ist meins! Das ist deins, ja. Verdammt nochmal, klau mir nicht meine Küche, ey! So, ich schneide das jetzt hier mal auf. Du lachst! Er stiehlt einfach meinen Scheiß! Du lässt das immer hier und ich sag dazu dann einfach nichts. Weil du dich letztens darüber aufgeregt hast, dass ich kein Dings habe. Kein Brotmesser. Hast du ein Brotmesser, will ich mal. Monte Cristo, hör auf, wieder im Discord zu schreiben, Dizzy hat nur Yoink Editions, okay? Hör auf, ich hab nicht nur Yoink Editions. Also ich hab jetzt mal die Brioches aufgeschnitten, sehr, sehr geil. Ich leg die mal hier rein. Willst du die noch separat irgendwie antoasten oder sowas, kurz auf den Grill packen? Ganz kurz, ja. Ja, hier küssen. Haben wir so eine... Ja, ja, ganz kurz küssen. Dann schneide ich mal noch eins... Nimm die mal hier weg, ja? Ja, ja. Schneide ich noch mal eins auf. Die gute alte Yoink Edition, meine Lieblingsedition. Mein Bruder hat sich mal mit so einem Brotmesser richtig tief in die Hand geschnitten. Oh, das ist nicht gut. Richtig krass war das. Ewig her. Er war einfach abgelenkt, hat sich morgens ein Brötchen aufgeschnitten. Ziehen, komm mal runter. Und hat dann nicht hingeguckt und hat sich dann mit so dieser Säge. Oh, das war nicht so geil. Wie hat's gemacht? Oh, das war nicht so geil. Okay. Und die Buns. Hol dir mal einen Teller raus für die Patties. Ja, wir machen jetzt so wie immer. Also wir machen jetzt erstmal zwei. Und dann machen wir wieder zwei, ne? Und dann machen wir wieder zwei, genau. Und dann können wir erstmal eins essen und dann. Ja, würde ich auch sagen. Bin gespannt. Ich muss sagen, dass die Konsistenz vom Fleisch war perfekt für den Wolf. Weil da schön viel Fett drin war. Ja. Weil am Sonntag hat jemand geschrieben, ob das nicht zu mager ist und so. Nachvollziehbar, aber es war gut. War gut. So. Okay. Dann ist eigentlich fast alles vorbereitet. Bisschen Salat können wir drauf machen. Okay. Jetzt warten wir nur drauf, dass der Opti-Grill. Was ist denn das hier für eine Stufe? Ist das für das Brot? Ja, ja. Das ist eigentlich Burger. Aber was wir gleich einfach machen, ist, wir klappen den hoch. Wenn das Fleisch drin war, legen es drauf. Lassen das ganz kurz gehen mit der Resthitze und das reicht. Weil wir legen es ja sowieso nochmal rein. Ja, du willst genau. Es ja nur von innen nochmal mit dem Geschmack küssen. Okay, okay, okay. Ja gut, gute Idee. Was war das für ein Gewürz? Das war... Was hast du hier drauf gemacht? Hackfleisch. Hackfleischgewürz? Ja. Das ist mit Paprika, ein bisschen Knofi. Warte mal, was ist da noch drin? Riecht sehr gut, muss ich sagen. Riecht sehr, sehr gut. Ja, schmeckt auch sehr gut. Also rote Zwiebeln, Meersalz, Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Majoran, Bohnenkraut, Senfmehl, Koriander. Wie machen wir das mit dem Käse? Folgender Vorschlag. Wir packen die auf den Grill, lassen das braten. Machen den auf, kurz bevor wir denken, es ist fertig, legen Käse drüber, warten noch eine Sekunde, damit der ein bisschen zerläuft, nehmen es dann runter und packen das auf den Teller und dann auf die Burger. Weil du willst den Käse eigentlich schon zerlaufen haben, den Cheddar. Der ist schon krass. Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, wir machen das jetzt, dann bauen wir den zusammen, ja, und dann legen wir den da nochmal rein. Was? Ja, na klar. Warum? Damit das sich alles mal kennenlernt und du einen richtig schönen saftigen Burger essen. Aber du willst es doch nicht reinlegen. Das sich kennenlernen, das ist doch sich auf dem Teller kennenlernen oder in meinem Mund. Da drinnen, zwei Minuten. Ich will den nicht im Opti-Grill. Der Opti-Grill hat mit meiner Kennenlernphase nichts zu tun. Der hat vorher in die Wurst reingehalten und soll danach in der Kennenlernphase nichts mit dir zu tun haben. Oh, du weißt gar nicht, was dir entgeht. Aber ist okay, machen wir so. Du weißt echt nicht, was dir entgeht. Hast du das schon mal gemacht? Mhm.
Ich habe gestern Testburger gebaut. Ach, du hast gestern Testburger gemacht? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe mich jetzt hier noch nicht vorbereitet darauf, oder was? Also hast du gewolft schon, aber du hast nicht gewolft? Nein. Nee. Ey, ich, das letzte Mal, solange es nicht um Marinade geht, vertraue ich dir. Nee, okay, die war wirklich kacke, da gebe ich dir recht, okay? Solange es nicht um Marinade geht, vertraue ich dir. Wir können ja danach deine Version auch noch bauen, aber... Nee, ich will erstmal sehen, was du da machst. Sehr gut. Ha, Chat? Wir sind ja keine... keine Fliege. Okay. Bist du ready? Ich bin ready. Aha. Oh. Ja. Und drauf. Das riecht halt schon insane. Der Ansatz, der sieht. Sonst läuft da gleich Fett auf die Dings. Ach so, ja, stimmt. Gib mir mal den Ansatz, bitte. Perfekt. Gerade so gerettet. Nice save. Das Abtropfschälchen. Genau. So. Willst du die auch noch toasten oder wie willst du es machen? Also ich lasse die normalerweise so. Okay. Also ich toaste die nicht von innen. Okay. Wir bauen jetzt, würde ich sagen, eine Version so wie dann ich machst du, okay. Und eine Version so wie du. Okay. Ich habe ja keine Version so wie ich, sondern ich habe nur... Ja, weil ich habe das Game, Opti-Grill-Game schon gespielt. Ein bisschen. Das ist jetzt übrigens, Chat, das ist Aioli Garlic Roasted. Oder Roasted Garlic Aioli, wie in welcher Reihenfolge. Riecht unglaublich knoblauchig. Obwohl, es geht, es ist ein bisschen Schärfe. Mhm. Ist ein bisschen Schärfe. Aha. Das ist jetzt diese milde Barbecue-Soße. Ich gehe aus dem Weg, Chat. Ich stehe ja gerade im Weg. Alles gut. Soll ich mal einen Blick reinwerfen? Nee. Du weißt den Garpunkt? Ja, hier. Ah ja, okay. Machst drunter Gurken? Okay. Trick 17. Machst einen umgedrehten. Normalerweise kenne ich das so, dass du einen Boden machst, eine Soße drauf, Fleisch drauf, Käse drauf und dann den Rest. Was mit dem Mini-Mozzarella ist, frag mich nicht. Ich hab's abgelehnt. Also meiner kriegt welche. Deine muss nicht unbedingt. Ich bin raus. Ich will Cheddar. Ja, ich weiß. Ist beides. Ach, es ist beides? Ja. Also. Für dich nicht. Du nimmst Cheddar only. Naja. Du kriegst auch nur Cheddar only. Naja. So, jetzt würde ich halt Käse drauflegen. Ja. Aber du sagst rein gleich. Uff. Ja. Uff. Das riecht unglaublich gut. Es riecht wirklich fantastisch. Es riecht wirklich gut. Wirklich mit Öl. So. Jetzt zweimal Cheddar drüber. Grüße gehen raus an Storchi wegen den Buns, by the way. Die haben die optimale Größe. Wirklich perfekt, siehst du, wie das noch geschrumpft ist? Das nur für mich, nicht für dich. Salat, genau. Mhm.
Mhm, ja, ja. Mhm. Was willst du jetzt? Na, der geht, die gehen jetzt nochmal rein. Was machst du? Ich warte, dass der die Programme durchgeht. Aber der ist auf manuell, glaube ich. Ja, ich weiß. Gut, dass das bei dir geht und bei mir nicht. Schön. Ich hätte das jetzt tatsächlich draufgelassen. Ja. Ich nicht. Schmeckt nicht. Schon ausprobiert. Ja? Ja. Weil das irgendwann wird das zu kohlig und dann schmeckt das nicht. Muss man ein bisschen sauber machen. Nicht viel, aber ein bisschen. Das heißt, du hast jetzt die Sandwich-Stufe genommen? Ja. Und da geht er ja dann nochmal 2 Minuten rein, dass sich das alles miteinander kennenlernt und dann... Okay, ich bin gespannt. ...geht das runter. So geht die Soße noch schön ins Brot rein. Das heißt, das Brot ist fluffiger, geschmackvoller. Jetzt beißt du erstmal ab. Nee, wir warten. Wir are still waiting. Aber der Käse arbeitet schon. Ich möchte das als Analyse weitergeben an den Chat. Der Käse arbeitet schon. Die Buns sind selbst gemacht, das Mett ist selbst gemacht. Der Käse ist nicht selbst geerntet. Leider. Aber ansonsten ziemlich viel self-made. Sieht aber auch echt krass aus jetzt. Sieht schon nicht schlecht aus. Riechen tut es fantastisch. Sehr fantastisch. Ja, riecht sehr gut. Ja. Selbstgemachte Buns, ja. Die Brioche-Brötchen sind selbstgemacht. Hat Dizzy gestern gemacht, ne? Wie ich ja, das verstanden habe? Gestern, genau. Hat, wie viel hast du, 12? 12, ja. 12 Stück. Einfach so noch für den Verzehr. Und ein Brot hat er mir auch gemacht. Na? Kannst du mal sehen. Riecht ja Hausmann. Ich kämpfe nicht, ich kämpfe schon ein bisschen mit mir, es riecht sehr gut. Aber ich will ja auch, ich bin ja auch gespannt, was dann jetzt gleich noch passiert. Wirklich gespannt, was gleich noch passiert. Ich glaube, das würde ich erstmal wegbeamen. Oh, jetzt, let's go. So, jetzt wird hier nochmal aufgeklappt. Und reingezwirbelt. Vorsicht, das ist glitschig. Bist du schon nervös? Oh. Oh, bist du schon nervös? Mmh, guck dir mal den Käse an, wie der da so schön an der Seite. Ja. Ja. Wie lange willst du? Ja, ein bisschen, 2-3 Minuten. 2-3 Minuten? Nee, nicht ganz so. Wir müssen mal gucken. Ich klappe zwischendurch mal auf, so dass oben ein bisschen kross ist, das Bun, der Käse sich so einigermaßen angeformt hat. Ja, ein Stückchen geht noch. Müh noch. Das Licht flackert nicht, das ist die Kamera. Ja, das ist das Ding hier. Das hat eine andere Herzzahl. Deswegen flackert das, ja. Ja, ich habe es auch nicht aus dem Bild geschoben, sorry. Nee, das, auch das hier, das Licht hier, das flackert auch. Aber das ist normal, das ist nicht zu vermeiden. So, ich würde jetzt tatsächlich... Oh ja, warte. Bleib geduldig. Glaub mir. Bleib geduldig. Ich kann nicht. Doch, bleib geduldig. Bleib geduldig. Wir haben es gleich. Ja. Ich sehe auf jeden Fall, wohin die Reise geht hier. Kein Sandwich. Es ist irgendein Hybrid. Es ist ein Hybrid. So. Uff. Ja.
Menschen, die noch nie einen Opti-Grill besessen haben, da merkt man wieder, wo die Reise hingeht. Das kannst du gleich schön hier hinsetzen. Wir wiegen ja eh nicht. Ich habe so das Gefühl, dass Köche und... Oh mein Gott! Look at this! Look at this one, Chat! Ist ready? Bin gespannt. Nee. Runter. Mhm. Das sieht sehr gut. Was war jetzt deiner, was war meiner? Deiner war links, links glaube ich, ne? Links ist meiner, ja. Es ist warm, heiß. Aber nee, es ist okay. Oh mein Gott. Okay, du gehst schon rein. Ich gehe rein jetzt. Okay, geh rein. Mmh. Was ist da los? Oh mein. Chat, was ist da los? Ich glaube, ich habe gewonnen, Chat. Ich glaube, ich habe gewonnen. Das Brioche ist fantastisch. Die Roasted Garlic Soße ist insane in Kombination mit diesem selbstgemachten Patty. Es ist unglaublich. Es schmeckt unglaublich. Krass. Egal. Doch nicht deine Version? Dafür darfst du heute Nacht wieder oben liegen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Juhu! Oh. Oh, wow. Ist wirklich gut, Chat. Noch, wenn es noch mehr wäre, also was man austauschen könnte, einfach für Dings, keine normale Gurke nehmen, sondern Gewürzgurken, um da noch ein bisschen Säure reinzubringen. Mhm. Alternativ könnte man auch die Zwiebeln vorher anbraten. Mhm. Aber, ach, das ist insane. Das ist wirklich verrückt. Aber ich baue dir den zweiten noch besser. Die Soße ist super. Das Bann ist mega, Alter. Roasted Garlic Aioli. Der hat dir beim Bann geholfen, Storchi? Mhm. Good job, Storchi. Good job. Wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Das ist jetzt für Nummer 2, ne? Mhm. Also. Wahnsinn. Wahnsinn. Durch das wieder auf den Grill legen. Hast du auch nochmal so eine Kruste, die das Ganze offen hat? Deswegen ja. Deswegen sollst du es ja nochmal reinlegen, weil es viel geiler ist. Wie gesagt, Sandwich und Burger Game auf dem Opti-Grill habe ich durchgespielt. Also. Das habe ich wirklich durchgespielt. Die Soße ist das hier. Sieht man das? Ich gehe mal davon aus, du nimmst noch einen zweiten, ne? Jawohl. Oder Chat? Wir nehmen noch einen zweiten, oder? Mhm. Mhm. Fantastisch. Mach ruhig ein bisschen mehr von der Garlic noch. Das hätte ich jetzt auch gemacht. Und mehr von der Barbecue. Ja, machen wir. Gut, dass wir die grob gelassen haben.
Das ist wirklich eine sehr gute Idee gewesen, ja. Da gebe ich dir recht. Dass die grob gelassen wurden, war eine gute Idee. Ansonsten, genau. Gewürzgurken, Tomate könnte noch gehen. Aber Tomate ist sehr allergisch, glaube ich, ne? Ja. Also ist das hier außen vor. Da gibt es Sicherheitsbedenken. Toll. So, möchtest du jetzt auch noch mal einen mit einem kleinen Zicken Mozzarella? Ich? Ja, mach ruhig. Zieh rein. Zieh ihn rein. Lizi, du musst, ich weiß, du willst das Fleisch angucken, aber du musst mal hier runter. Also. Ja. Sehr köstlich. Mach erst den Käse. Warte. Glaub mir doch einfach. Sandwich. Mal einen Moment. Manchmal will er nicht. Jetzt. Ich sag noch, wie es ist, ne? Der Moment, als du einen Opti-Grill gesehen hast, ist so, als das erste Mal ein ostdeutscher Mercedes gesehen hat. Der sagt, das gibt's gar nicht. Was hat das? Klima? Aber das hat auch Fenster. Tja. Es hat mein Leben bereichert. Es hat wirklich sein Leben, also unser aller Leben. Jetzt bin ich ja direkt beteiligt hier gerade. Eine Bereicherung. Es ist wirklich so. Also für mich ist das auf jeden Fall das krasseste Küchengerät, was es gibt. Thermomix geht ja auch in die gleiche Richtung, also von der Universalität. Universalität? Gibt's das Wort? Universalität. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Aber das ist schon krass. Weißt du, was wir irgendwann mal zum Frühstück machen? Was denn? Wraps. Wraps ist krass. Aber dann bitte mit den. Ich habe so ein neues veganes Chicken-Dings. Da kannst du, das ist wie so eine Gyros-Pfanne. Ja. Und das können wir dann benutzen für die Wraps. Sehr gerne. Weil das ist geil. Ich glaube, ich würde mich auch hinstellen und selber Wraps machen dann. Also den Teig meinst du? Jo. Hausgemacht dann. Da können wir gerne drüber nachdenken. Na klar. Aber es gibt so dieses Hühnchen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich weiß auch gerade den Hersteller nicht, Chat. Aber es gibt ja diese vegane vegane Ersatzwurst, die ist auch krass. Die kann man da reinmachen. Geht auch für Curry gut. So, warte mal, ich mach mal auf. Obwohl, wir können das jetzt erstmal so lassen. Ich hab hier nochmal eine Cam. So. Heißluftfritteuse ist tatsächlich... Ist das universal oder ist das sehr speziell? Mit Heißluftfritteuse kannst du auch eine Menge machen. Ja? Ja, werde ich mir auch demnächst mal zulegen. Heißluftfritteuse, habe ich schon mehr gehört, weil Fritteuse normal finde ich sehr eklig. Ja, ich auch. Aber Heißluftfritteuse klingt geil. Damit werde ich dich auch irgendwann nochmal begrüßen. Damit mache ich alles, schreibt Pierre. Aha. Na gut.
Die normale geht eigentlich klar, oder? Also es gibt jetzt noch eine größere vom Opti. Ich würde die kleine nehmen, weil du dazu das Waffeleisen holen kannst, eine Auflaufform. Stimmt, du hast mehr Aufsätze. Richtig, du hast mehr Aufsätze bei dem kleinen. Also ich würde mir, wenn, dann würde ich mir den Opti-Grill Plus holen, Minimum, und dann den Elite, der geht auch. Ja. Sicherheitsblick? Ich habe nur einen Sicherheitsblick gemacht. Ja, okay. Außerdem ist der Kleine auch sehr groß. Also es passen die Burger Patties, die ihr jetzt gerade nicht seht, die sind schon relativ groß. Das ist halt, da passt schon eine gute, zwei Handflächen passen da schon gut nebeneinander. Ja. Ich freue mich schon drauf, hier erstmal eine richtig schöne, geile Kartoffelsuppe zu machen. Wenn der Winter wieder kommt, dass alles ein bisschen frösteliger wird, so eine schöne, hier ein bisschen Weihnachtsdekoration hin, dann so einen kleinen Baum, kleinen Tannenbaum hier rein, und dann machen wir schön eine schöne, reichhaltige Kartoffelsuppe. Ein bisschen anpüriert, richtig sämig. Oh. Na, so, Chat, da sind wir wieder. Suppe? Weißt du, ja, nicht auf dem Opti-Grill. Suppe auf dem Opti. Theoretisch geht das. Theoretisch geht das. Warte, ich hole dir mal gleich mal meinen Teller hier. Nee, das ist deiner. Ach so. Gib mir her. Ja, ich dachte, du willst ihn jetzt hier. Nee. Ach, Mano. Wie soll ich das Patty noch mitmachen? Ja, was machen wir jetzt damit? Na, Brötchen haben wir. Aber wir haben keinen Cheddar mehr. Ja, das ist egal. Aber wir können ja was anderes nehmen. Du musst auch da offen sein für was Neues, da geht auch anderer Käse. Na gut, dann mach den noch dann noch drauf. Möchtest du, ja? Das war jetzt deiner hier, ne? Das ist meiner, ja. Okay. Naja, dann haben wir es alles verarbeitet, ne? Übrigens, ihr wunderschönen Menschen da draußen, mal kurz wegen dem Sandwich-Programm, weil da ja einige Menschen schon etwas, ja, ich nenne es mal Hooligans für Burger sind. Das Geile an dem Sandwich-Programm ist, dass die ganzen Säfte und Soßen mit in das Burger-Bun gehen. Guck's dir noch an. In das Burger-Bun gehen und das hier ein komplettes Ding wird. Also du kannst, wenn du das nur 30 Sekunden drauflegst, hast du eine schönere, festere, schöneres, festeres Essmaterial. Das fällt halt nicht auseinander, da rutscht nichts raus. Und dadurch, wenn du das nochmal in den Opti-Grill reinpackst für 30, 40 Sekunden, ist das tippitoppi. Plus, dass du auch eine schöne Kruste oben hast auf dem Brot. So, das ist jetzt die Variante, die wir jetzt haben, ist eine deutlich soßigere Variante. Ja. Da sieht man auch, dass da deutlich mehr Soße los ist. Garlic ist mehr drauf, Barbecue ist mehr drauf. Ansonsten die gleiche Situation wie vorher. Ich habe jetzt den Mozzarella mit dazu. Ja. Okay. Na dann los. Bin sehr gespannt jetzt hier. Ich esse aber auf jeden Fall. Ja, ja. Reichhaltiger mit der Soße war eine gute Idee. Gleich noch mehr Feuerwerk. Mozzarella kommt bei mir gar nicht so, aber ein käsigeres Gefühl. Ist ein bisschen gummiger. Ein bisschen mehr Gummi, aber gut. Nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht, aber das spricht eigentlich für sich. Ne? Also. Nee, das sind ausnahmsweise keine veganen Patties, nein. Aber gut. Der ist perfekt. Da ist so viel los. Der ist super. Ich sage euch, wie es ist, Chat. Der ist toll. Wirklich. Sehr, sehr gut. Ja. Nochmal, wie gesagt, Gewürzgurken geht. Tomaten geht noch dazu. Du bist allergisch, deswegen ist okay. Vielleicht die Zwiebeln angebraten. Es tut mir fast leid, dass wir euch hier so quälen. Weißt du, was ich meine? Weil das ist wirklich eine Qual.
Und wieder die Qualität von der Wurst, ne? Super. Gestört. Wirklich gestört. Das Patty ist wirklich sehr lecker. Ja. Hast du einen eigenen Fleischwolf? Nee, Stay hat einen Fleischwolf. Ich habe den extra mitgebracht. Ich wolfe nämlich auch selber. Das heißt, wenn ich mal die Lust verspüre, dann am besten selber gemacht. Weil da hast du viel besser Kontrolle. Und das ist am Ende auch irgendwie ein geileres Produkt. Ja. Jetzt habe ich mir Barbecue-Sauce auf die Nase geschmiert. Ich lump. Okay, bauen wir Nummer 3. Da ist Barbecue-Sauce auf der Nase. Ja. Ja. Ich sag's euch, wie es ist, Chat, probiert's aus. Holt euch so ein Ding und macht damit Essen. Das ist wirklich super. Ja, dann gehst du auch nicht mehr ins Restaurant Burger essen. Das ist aber auch echt ein... Also... Ich finde es gut, dass du es gut findest. Ey, Hammer. Das freut mich sehr. Wirklich Hammer. Die Konsistenz von dieser Wurst und wir haben da nichts reingemacht, um das irgendwie zu binden oder so. Mhm. Das ist einfach nur so. Mhm. Wahnsinn. Mmh. Mmh. Alter Chef, gleich muss ich kämpfen, ey. Das sind so riesige Dinger. Ich stehe schon hier wie der dicke Weihnachtsmann, ey. Oh mein Gott. Da kann ich mal von ausgehen. Aber ich tue mir das an, für euch. Für euch. Nur für euch, Chat. Und für Twitch Prime. Die kostenlose Möglichkeit, bei Dizzy zu subscriben und selbstgemachte Burger zu supporten. Ja, mehr Food Content für die Welt. Mmh. Das war Don Carne Baked Angus. 3 Stück, schön marmoriert. Einiges los am Fleisch. Bei was bewegt man sich da preislich, glaube ich, bei den 3 Stücken schon bei 80, 90? Das hat 84 Franken gekostet. Ja. Also 84 Euro, ungefähr 80 Euro. Aber auch Spitzenprodukt. Ja, also das war jetzt wirklich sehr, sehr gut. Kurzer Disclaimer, wir hatten letzten Monat dazu Placement, wir haben jetzt keins mehr, aber wir machen das trotzdem. Wir machen das trotzdem. Ja, ist geil. Weil es gut ist. Ja, der Wolf bleibt jetzt erstmal hier bis... Was? Der bleibt jetzt erstmal hier. Der ist jetzt erstmal hier. Ich glaube, hier ist der nicht verkehrt. Chat, oder? Der Wolf kann doch jetzt hier erstmal ganz unbeobachtet... Und unbeeinflusst von äußerlichen Einflüssen. So eine Scheiße. Mir wird das wieder vorgehalten, dass ich wieder, dass ich nur Joik Edition sage. Oh, Dizzy wieder. Wo ist Monte Cristo? Monte Cristo, ich brauch dich. Ich hab einen Fleischwolf seit heute. Die Joik Edition. Sofort Rezepte rausgesucht. Hast du schon mal das versucht? Chat sucht Rezepte. Wir haben jetzt einen Fleischwolf. Wir können alles wolfen. Es muss nicht mal Fleisch sein.
So. Oh, Magga. Ey, das Ding ist halt, ne, Menschen fragen mich ja immer, warum ich jetzt seit neuestem so viel in der Küche stehe, ne? Aber wenn du dir so eine Dinger ins Gesicht ballerst und dir das einfach irgendwie so, toll, eine, ja. Ist wirklich toll. So eine halbe Stunde deines Lebens kostet, dann setzt du dich einfach hin und machst das. Das ist so geil. Das ist wirklich gut. So, Cheddar war leider alle, deswegen nehmen wir jetzt einen anderen Käse-Chat. Ja, der ist auch gut, glaub mir. Hat's der jetzt eigentlich einen eigenen Opti-Grill? Ja, aber ich hab den verliehen. Der steht hier. Der lebt jetzt hier zur Untermiete. Der wohnt jetzt hier, Chat. Der wohnt jetzt der hier. Der wohnt jetzt hier. Oh. Upsa. Ach, rein mit dem Lachs. Links ist meiner. Naja. Übrigens auch nochmal wegen dem Salat, weil es gibt ja sehr viele skeptische Menschen bezüglich des Salates auf dem Burger, den nochmal warm zu machen, weil der ja ein bisschen... Es geht, ist okay. Ist ein bisschen pappelig, da müsst ihr aufpassen und ein gutes Gefühl für kriegen, weil... Der kann pappig werden. Was ich euch aber auch empfehlen kann, ist Blattspinat. Blattspinat ist so eine Sache, die beamt dich auch komplett weg, weil der Blattspinat noch ein bisschen Feuchtigkeit verliert und dadurch das Bannen sehr erfrischend macht. Also Rucola, also ich glaube, das hängt halt einfach davon ab, wie in welcher Form ihr das essen wollt. Aber für mich ist Feldsalat und... auch Blattspinat sehr, sehr schön, weil die sehr saftig sind. Und das halt einfach in den Burger reingeht und der Burger nicht trocken wird. Mhm. Also du hast halt, ihr müsst euch, stellt euch das mal so vor, wenn du das in die Hand nimmst, fühlst du eine Masse. Also du hast nicht wie in einem Burgerladen, dass die auseinanderfallen, so wie das halt oft ist und das da rausflutscht, sondern du hast wirklich ein Stück Burger, was du in der Hand hast. Außen super kross, wenn du reinbeißt, hast du dieses Knirschen und dann kommt das Saftige hinterher. Und deswegen haut man das Ganze nochmal in den, wie gesagt, in den Sandwich-Modus für ein bisschen. Und das bleibt trotzdem sehr schön, ja, saftig im Abgang. Das ist lecker. Wir haben keine Mozzarella reingemacht. Das geht nicht. Das geht so nicht. Das müssen wir überarbeiten, Chat. Mozzarella ist auch übrigens für die Leute, die sehr gerne Käse essen und auch geschmolzenen Käse, ist Mozzarella sowas wie Fugenkit. Also ihr müsst euch vorstellen, dass der Mozzarella alles ein bisschen bindet sozusagen und das Ganze ein bisschen cremiger macht, wenn ihr reinbeißt. Deswegen. Also bei mir ist es immer schwierig, also bei mir ist Mozzarella tatsächlich schwierig, weil der so heftig saftet. Deswegen ein kleiner Tipp an der Stelle, einfach einen Tag vorher aufmachen. Einfach alten Mozzarella nehmen. Nee, einfach einen Tag vorher aufmachen und dann das Ganze für, wenn ihr Burger essen wollt, ne? Wenn ihr Burger essen wollt, einen Tag vorher aufmachen, in eine Packung legen und dann könnt ihr das mal raufhauen und dann habt ihr noch dadurch so ein bisschen verstärkt dieses Käsegefühl. Also mit Käsegefühl meine ich, dass es so ein bisschen... Jetzt knautschig halt. Genau, ein bisschen knautschig. Ist wie Grillkäse. Genau. So, soll ich jetzt hier mal drauflegen? Kannst du auflegen, ja. Muss aufpassen. Schon. Okay. Der ist halt zu groß. Der ist zu groß, ja. Der. Naja, der Burger, das Burgerbrot ist halt raus, aber das ist ganz normal. Ich habe auch schon mal eine Nummer größer gemacht. Ach so. Mhm. Mega Burger. Ja, aber das war nicht so schön zum Essen. Also Doppel-Patty, so Doppel-Cheeseburger ist nicht so... So eigener Big Mac mäßig. Ja, das ist nicht so geil. Ja, weil du es halt auch nicht hinkriegst. Wie willst du es essen? Ja, eben. Das ist halt... Das aber Geile an dem Zusammendrücken hier ist halt die Tatsache, dass es tatsächlich ein bisschen komprimierter rauskommt.
Aber kleiner Tipp am Rande, Toast nehmen. Wenn du Toast nimmst, wird das Ding einfach nur so rot. Hm, dann ist aber ein Sandwich, ja? Dann ist ein Sandwich, ja. Hm. Aber ist lecker. Mhm. Na ja, klar. Also ich benutze den OptiGrill Plus. Ist das OptiGrill Plus? Das ist OptiGrill Plus, ja. Oder sagen wir mal so, wir benutzen den. Ich habe mir den ja nur als Dauerleihgabe. Ach, das passt schon. Grillkäse-Schuhe, also muss man mögen. Die Grillkäse-Konsistenz, das ist okay. Eigentlich die ideale, das ideale Ersatzprodukt, wenn du so einen, keinen Bock auf Wurst hast oder so. Dann kannst du so einen schönen marinierten Grillkäse auf den Grill hauen. Vielleicht noch einen Maiskolben, Pock. Na? Ja, was Mietzi? Burger sind ready, sagst du? Ja. Ja, miau. So, Cheddar war alle, deswegen haben wir jetzt einfach normalen Maßdammer genommen. Aber müssen wir umstellen auf 4. So. Optisch. Ja. 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 Sieht sehr vielversprechend aus. Sehr vielversprechend aus. Hast du auch schon so zu kämpfen? Ich habe wirklich schon zu kämpfen, ne? Ich bin zwar groß, ne, aber es muss irgendwo hin. Ich laufe die ganze Zeit schon rum und hoffe, dass sich das alles ein bisschen komprimiert in mir. Damit ich hier gleich noch den. Oh. Also es ist wirklich. Chat, wer will, kann gerne zugreifen. Wir sind hier wirklich am Existenzlimit. Wenn ich noch mehr Burger Patty esse, dann werde ich Burger Patty. Das war ein Kilo gehackt. Das ist halt zu viel. Das ist halt zu viel. 500 Gramm Skis für jeden. Ich fühle mich wie ein Extremsportler. Ich fühle mich wirklich wie ein Extremsportler jetzt. Ja, er muss aber rein. Ein bisschen so. Ja, die letzten 100 Meter noch. Los jetzt. Die letzten 100 Gramm, Brudi. Rein in den Kopf. Oh, das sieht alles sieht wirklich toll aus. Was ist denn los? So. Ja, kalt kannst du sowas nicht essen, das leider stimmt. Bei Sandwich ist das vielleicht ein bisschen anders, aber... So, Chat. Guck dir das an hier. Toll. Ja. Ich sag's euch, Burger Game durchgespielt. Nächstes Mal mache ich die Tomate mit rein. Also eine Tomate will ich kühlen. Und Gewürzgurke mache ich ja auch rein. Aber, tja, das ist so insane. Alter. Alter, das sieht aus wie Sau. Ist egal, ob das schmeckt. Komm, kämpfe, die letzten 100 Gramm gehen noch rein. Boah. Alter. Boah. Boah. Ach du Scheiße. Ja, heute ist nichts mehr mit irgendwas. Heute bin ich ein Seestern. Die Grumme, ey. Kann ich mal von ausgehen. Heute ist Seesternmodus, der, ey. Oh. Na, erstmal rübergegangen, nach Hause und gleich auf den Couch. Oder kennt ihr das, wenn ihr so viel esst, dass ihr dann Seesternmodus habt? Einfach nur noch existieren. Und der Leere des Raumes. Ach du meine Güte. Egal, muss rein. Denk dran, du bist Extremsportler. Denk dran, du bist Profi.
Du bist Profi. Oh, Chat. Kennst du diese schwere Art, wenn du es heißt? Mhm. Ne? Das letzte Mal, als du diese schwere Atmung gehört hast, hattest du eine Sauerstoffsättigung von unter 80%. So ist es. Fat Bull Extreme Eating Team. Tja, da nehme ich doch mal die Herausforderung an. Jetzt muss ich los und mache mir auch einen Burger. Naja, super. Okay, die Brötchen. Also Storch, ich küsse dich, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Das ist wirklich gut hier. Toll. Oh, Mann. Mara, möchtest du noch ein, zwei Brioche-Brötchen mitnehmen? Alter, ich will gerade einfach gar nichts mitnehmen. Ich habe Angst, jede weitere Gewicht drückt mich auf den Boden. Nee, die Cola Light ist kein Meme. Ich trinke die Cola Light. Ich trinke die. Das ist kein Meme. Okay, so viel habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Oh Gott. Ganz ehrlich. Chat, ich bin am Limit. Du hast noch einen halben. Ich bin am Limit, Alter. Komm, die letzten 50 Gramm. Du bist auf dem. Ach, das ist super. Das ist lecker. Du bist auf dem auf der Überholspur. Da muss ich sagen, das ist tatsächlich etwas, das nicht so geil ist bei der, ich glaube bei meiner Erziehung. Wenn ich was auf dem Teller habe, dann musstest du aufessen. Ja. Es gab keine andere Wahl. Ja. Das heißt, so sehr das Verlangen jetzt hier da ist, zu sagen, es reicht, so sehr habe ich mein ganzes Jugendleben indoktriniert bekommen, wenn was auf dem Teller ist. Muss es aufessen. Muss es aufgewissen essen werden, sonst setzt es was. Ja, aber das ist ehrlich gesagt, also ich sag's mal so, dadurch, dass wir ja beide uns einmal die Woche oder zweimal die Woche sehen, also jetzt glaube ich zweimal, kann man sich das schon mal einmal gönnen. Und ich sag mal, so ein Ding machst du dir ja jetzt nicht jeden Tag. Das ist halt schon okay. Stimmt, gepflegter Mettwoch ist heute. Alter, ich werde jetzt die nächsten zwei Wochen erstmal wieder keine Wurst anfassen. Aber nee, ich auch nicht. Ich bin auch fertig mit Fleisch. Ich bin vollkommen durch jetzt erstmal. Ich bin auch fertig mit Fleisch. Wir hatten US Black Angus Ribeye. Ja. Ein Kilo. Oh Gott. Und das haben wir gerade vernichtet. Ein Kilo Black Angus Ribeye. Komplett vernichtet. Mit selbstgemachten Brioche-Brötchen, Garlic, Roasted Garlic Aioli, Sweet Chili, Barbecue-Soße, nee, Sweet Onion Barbecue-Soße und dazu noch eine Scheibe so. Gurke.
Das ist sauber, ne? Ja. Eine Scheibe Gurke haben wir noch dazu gehabt und die Patties haben wir selber noch mit ein bisschen Gewürzen beträufelt und dann haben wir das in Optico reingeknallt. So, das war jetzt das Limit Chat. Ja, jetzt ist wirklich vorbei. Also, mehr geht nicht. RIP? Jetzt ist wirklich RIP angesagt und ich stream noch weiter. Eigentlich würde ich jetzt am liebsten ausmachen. Für eine Stunde oder zwei. So, ich hoffe, ich konnte dieses Fauxpas mit dem Stück Fleisch ausgleichen. Mehr als das. Das war wirklich eine köstliche Rezeptur. Schön viel. Das mit den eigenen Brötchen ist ja insane. Das mit der eigenen Wurst ist verrückt. Die Soße ist der Hammer gewesen. Diese Garlic Roasted. Ja. Dass der Cheddar am Ende gefehlt hat, war nicht so schlimm. Nö. Aber wow. Oh, ich brauche kurz eine Sekunde, Chat. Oh. Wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es mittlerweile sehr schön zu sehen, dass du dich auch darüber freust. Also, dass es wirklich kein Kackessen ist. Also, nee, das war das Flanksteak. Das Flanksteak war wirklich nicht so gut. Also, es war lecker, aber die Marinade war scheiße. Das ist gut. Jetzt bin ich fertig. Ja. Jetzt kann ich mir eine Stunde auf der Couch legen. Das ist jetzt auch das, was ich mache. Chat, ich hau rein. Tschüss. Oh, ich überlege auch gerade, ob wir nochmal vielleicht den Stream nochmal eine Stunde ausmachen, Chat. Oh, und dann nachher nochmal online kommen. Nee, das Essen drin behalten, das muss ich nicht. Das bleibt von alleine drin. Digga, das war doch nichts, was ich alles schon. Ich hätte noch drei so eine Dinge essen können. Willst du jetzt noch zwei Brioche-Brötchen mitnehmen zum Frühstück oder so? Okay. Ja, dann habe ich jetzt hier einfach nochmal 2, 4, 6 Stück. Kann ich meinen Nachbarn geben. Jetzt ein 10 Kilometer Waldlauf. Ich war heute Morgen schon eine halbe Stunde laufen, Freunde in der Sonne. Kannst du dein Eis hier noch austrinken, bevor du gehst? Okay. Sonst steht hier ein halb angefangenes Glas. Ja, ich wollte gerade sagen, Chat, ich glaube, ich mache jetzt hier die Küche frisch und dann mache ich noch mal eine Stunde, glaube ich, mache ich Pause und dann komme ich wieder online. Und dann starten wir frisch durch. Würde ich sagen, weil das liegt wirklich schwer im Magen und ich möchte das hier alles noch aufräumen und mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Dann sehen wir uns gleich wieder. Heute Abend ist ja noch Hardcast. Was gibt's bei dir heute? Bei mir gibt's heute ganz normal, ich weiß nicht, was ich stream. Bei dir gibt's heute, ich weiß nicht, was ich stream. Naja, ist ja großartig. Chat, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wir sehen uns ungefähr in einer Stunde. Schaut vielleicht bei Instagram vorbei, schaut bei Stay vorbei, schaut auf Twitter vorbei, Ausrufezeichen sozial. Und dann sehen wir uns in der Stunde in aller Frische wieder. Ungefähr. Sagen wir mal halb zwei. Okay? Bis nachher. Dankeschön fürs Zugucken. Tschüss.